So, in diesem Video gibt es wieder eine dufte Übung. Ja, eine richtig tolle Übungsgeschichte hier, die ich veranstalten möchte. Und zwar möchte ich das Volumen einer Kugel berechnen lassen. Ich werde also eine App schreiben, bei der der User den Radius einer Kugel eingeben soll. Und dieser Radius wird an eine Funktion weitergeleitet, die schlussendlich das Volumen dieser Kugel berechnen wird. Eine tolle Aufgabe und es ist nun mal so im Programmieren, genauso wie im übrigen Leben auch, wenn man etwas richtig Wertvolles lernen möchte, dann muss man immer und immer wieder das Wissen, das man sich angeeignet hat, anwenden. Und genau darum geht es, ne? So, da ich hier das Programm in Node ausführen werde, muss ich folgende Zeile eingeben, und zwar const prompt. Du brauchst diese Zeile nicht, wenn du das Programm in einer Browser-Konsole ausführst. Aber jetzt, ja, muss ich mich aufs Tippen konzentrieren. So, okay, so. Okay, require prompt sync. Okay. Und hier sig int genau auf true setzen. Richtig, prima. Das ist doch was Wunderbares. So, hier kommt die Funktion let volumen. Kugel ist gleich function. Und diese Funktion nimmt den Radius entgegen, den Radius, der vom User eingegeben werden wird. Und hier definiere ich eine Konstante Pi, ist gleich 3,14159, genau. Und diese Konstante nutze ich, um eben, ja, das Volumen zu berechnen, ne? Das Volumen der Kugel berechnet sich wie folgt, oder das Volumen einer Kugel berechnet sich wie folgt: 4 Drittel mal Pi mal Radius hoch 3. Jetzt könnte ich sowas machen: Radius mal Radius mal Radius. Ne? Wenn ich nichts zu tun hätte und Lust auf Tippen hätte. Aber ich habe was Besseres und zwar nutze ich die Pow-Funktion, ja, math.pow, die Pow-Funktion. Und hier übergebe ich erst einmal, ja, die Basis, also das hier berechnet letztendlich, ja, hoch. Zahlen oder Potenzen, ja, Hochzahlen, Potenzen, ja, genau. Also hier übergebe ich die Basis, Radius, ja, hoch 3. Also zwei Argumente nimmt diese Funktion entgegen. Den Radius als Basis und hier, ja, den Exponenten. Okay, und jetzt geht es hier weiter. Let Radius ist gleich pass float und prompt. Und hier können wir sagen, Radius der Kugel. Doppelpunkt. So, dann geht es hier weiter mit Console Log. Ich werde ja das Volumen direkt berechnen lassen mit dieser Funktion, das Ergebnis allerdings nicht in einer separaten Variablen abspeichern, sondern direkt ja mit Console.log ausgeben. Das wird dann so aussehen: Das Volumen der Kugel beträgt und dann ja Volumen Kugel Radius, Schluss,
Jetzt aber muss das mal klappen mit dem Tippen. So. Sieht gut aus. Volumen, Einheiten, Punkt. So. Ja, denken, tippen, quatschen. Ne? Das ist ja die ideale Voraussetzung, dass man ständig Tippfehler macht. Aber ich denke, ich mache mich noch gut. Ne? Okay, so. Ein Blick auf den Code. Sieht gut aus. Sieht prima aus. Okay, dann machen wir mal Folgendes. Gehen wir mal ins Terminal, Node und dann bei app.js. Ich führe es mal aus. Enter. Uiuiuiui. Ja. Okay. Okay. Diese Meldung, diese Fehlermeldung, ne, die erscheint deswegen, weil ich ja hier einen neuen Ordner angelegt habe. Also es geht ja hier um diese Prompt-Geschichte. Ne? Normalerweise ist Prompt eine Methode des Window-Objektes. Ne? Aber da ich ja hier keine HTML-Datei habe, sondern das in Node ausführe, gibt es kein Window-Objekt. Und daher muss PromptSync eben zunächst einmal installiert werden. Okay, das machen wir. Dann siehst du das auch, wie das hier geht. npm install, ja, dann prompt minus sync. Das ist der Code, den du im Terminal eingeben musst, damit das Ganze funktioniert. Es sei denn aber, du führst dieses Programm in einem nicht Browserfenster, in einer Browserkonsole aus. Ne? Aber ich betätige jetzt die Enter-Taste. Okay. Jo. Also alles passt. Sieht gut aus. Jetzt kläre ich wieder hier das Terminal. Okay. Und dann führen wir noch einmal das Programm aus. Also myapp.js, Node myapp.js besser gesagt. Enter. Und jetzt funktioniert es. Und Radius der Kugel, da geben wir mal 2 Einheiten ein. Also das können Meter sein, Kilometer, Nanometer, Millimeter, Zentimeter, was dein Herz begehrt. Ne? Enter und dann bekommen wir hier auch das Ergebnis. Okay, wunderbar. Allerdings sind das etwas zu viele Nachkommastellen. Tja, Abhilfe schafft hier die To-Fixed-Methode. Ich will es reduzieren auf 2 Nachkommastellen. Also hier, ne, Punkt To-Fixed und dann die Anzahl der Nachkommastellen. Ne. Also wie gesagt, ich hätte den Rückgabewert dieser Funktion direkt auch oder indirekt, ja, nicht direkt. Direkt gebe ich das ja hier aus mit Console.log. Aber ich hätte den Rückgabewert, schlicht das Volumen, auch in einer eigenen Variable speichern können und dann die Variable nutzen können. Ne? Aber das mache ich nicht. Ich finde das hier viel eleganter. Wie gesagt, um jetzt hier die Nachkommastellen festzulegen, direkt hier an den Funktionsaufruf einen Punkt setzen mit toFixed. Ja, das ist hier in eine separate Zeile gerutscht. Aber ich mache das jetzt mal so. Dann siehst du es hier in einer Zeile. Wunderbar. Also noch einmal hier ins Terminal, Bildschirm klären oder nicht den Bildschirm, sondern das Terminal klären. Du weißt ja, was ich meine. Ausführen, Radius der Kugel. Ich gebe jetzt denselben Wert mal ein, damit wir den Unterschied sehen. Ja, wunderbar. Ne? Und jetzt kann ich natürlich beliebige Werte hier eintippen. Ne? Sag okay. Ja, wunderbar. Ne? Und die Ausgabe ist neat und clean. Ja, wunderbar. Funktioniert. Funktioniert gut. Komm, einen Rundgang haben wir auch noch. Oder einen Durchgang. Radius der Kugel 12. Und dann bekommen wir 7000 und noch was Volumeneinheiten. Tja, wunderbar. Wunderbar. Ne? Ich finde, das ist eine durchaus nützliche App. Ja, wenn du den Radius einer Kugel berechnen lassen willst, hier ist die App. Ne?
Und vor allen Dingen haben wir jetzt auch noch Übung gehabt, ne? Übung macht den Meister. Also bitte, ja, geh wie folgt vor. Schau dir die Tutorials an, aber programmiere das, was ich vormache, auch nach. Und wenn du das einmal nachprogrammiert hast, dann kannst du auch mit dem Code spielen, den Code ändern, herumexperimentieren und deine eigenen Sachen gestalten. So, ja, kommst du einfach besser voran. Aktives Lernen nennt man das. Aktives Lernen. Damit, ja, übertrumpfst du jeden, der sich einfach bequem zurücklehnt im Sessel und eher mit einer passiven Einstellung an die Geschichte rangeht, ne? Okay. Tja, von mir sei es einfach gesagt, jetzt war es das aktives Lernen, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal, bis zum nächsten Mal.